Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute ein schnelles Do-it-yourself-Kuvertüre-Video machen, wenn man Gäste erwartet, nicht viel zu Hause hat und nicht so viel Zeit hat. Dann sind das super schöne kleine, ja, Hingucker. Hier seht ihr auch den Kleinen gerade, wie er sich über das Reh, naja, eigentlich Bärchen, was auch immer es sein möchte, freut. Und ich denke, das ist ein super schöner Hingucker und geht super schnell. So, als erstes starten wir mit den Muffins. Ich habe jetzt hier eine Fertigmischung genommen, weil es soll einfach schnell gehen. Dann Salzbrezeln, die haben wir eigentlich auch immer zu Hause. Amarettinis, die jetzt nicht unbedingt, aber da tut es jeder runde kleine Keks. Schrift und so eine Zuckerschrift und Mokkabohnen habe ich jetzt genommen. Aber da kann man auch jedes, kann man zum Beispiel auch M&M's nehmen, wenn man das möchte. Ja, jetzt mischen wir erstmal alle Zutaten zusammen, die auf der Form, also auf der Packung stehen von den Muffins und habe die Form dann auch schon mal ausgelegt. Ich muss dazu sagen, dass mir die Muffin-Mischung nicht so gut gefallen hat, aber es war jetzt gerade praktisch für mich, weil die Muffins sind nicht so stark aufgegangen, wie man es sonst von Muffins kennt, sondern sind relativ flach geblieben, was gerade ideal war für das, was ich eben vorhatte. Also falls ihr Muffins macht, die auch fertig packungsmäßig sind, dann bitte welche nehmen, wo ihr wisst, dass sie nicht zu stark nach oben ausquillen. Das könnte wieder dann problematisch sein bei den Rehhörnern. Ja, hier ist das nächste Fauxpas passiert, ihr habt es gerade gesehen. Ich war etwas tollpatschig mit meinem Mixer und habe alles drumrum rumgeschleudert. Aber so sieht es bei mir eigentlich immer aus, wenn ich backe. Überall klebt irgendwo Teig. So, jetzt füllen wir die Menge in die Förmchen. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr genommen, Gott sei Dank, weil meine sind ja nicht so aufgegangen. Aber wie gesagt, wenn ihr wisst, eure Muffinform, eure Muffinteig geht wirklich dolle auf, dann macht ein bisschen weniger rein. Und das Ganze geht jetzt für 15 Minuten in den Backofen. Also die sind jetzt relativ schnell. Ich weiß nicht, ob andere auch so schnell sind, aber die waren auf jeden Fall so schnell. So, jetzt holen wir sie raus und ihr seht jetzt schon, dass die relativ flach geblieben sind, was mich erst so ein bisschen enttäuscht hatte, aber wie gesagt, später herausgestellt hat, dass es ganz praktisch war. Die kühlen jetzt ab und in der Zeit, wo die abkühlen, ich habe die bei mir auf den Balkon gestellt, richte ich schon mal die Kuvertüre zusammen und da seht ihr schon zwei Äpfel und Bananen, die möchte ich auch noch ein bisschen mit Kuvertüre verzieren. Und das ist eine Kuvertüre, die kann in die Mikrowelle, was ich sehr zeitersparend finde. Da müsst ihr allerdings auf 225 Watt für 3 bis 4 Minuten das Ganze stellen und zwischendrin auch mal umrühren. Ich habe jetzt hier Bonbon Vanille und normale Milka-Schokolade. Ja, hier, wir sind bekannte Sushi-Esser und wir kriegen immer ganz viele Sushi-Stäbchen mit und die habe ich jetzt genutzt als Stiel für meine kandierten, schokoladisierten Äpfel. Da könnt ihr aber auch jedes andere stielartige Ding nehmen, was ihr zu Hause habt, so Schaschlik-Spieße oder sowas in der Art. So, hier hole ich jetzt die Kuvertüre raus und die ist noch ein bisschen klumpig geblieben. Also die Milka-Variante war ein bisschen hartnäckiger bei dem Auflösen. Und deshalb habe ich ja da schon eine Schale beiseite gestellt und da packe ich jetzt noch das Döschen rein und mache noch ein bisschen heißes Wasser dazu, was eh praktisch ist, denn wir wollen ja mehrere Sachen machen mit der Kuvertüre und so bleibt die länger flüssig. So, umrühren nicht vergessen, das ist total wichtig. Sonst habt ihr nachher Klumpen überall drin, das ist nicht so lecker. So, ja, meine eingegangenen kleinen Muffins werden jetzt mit der Schokolade bestrichen. Hier natürlich nur die dunkle Schokolade benutzen, denn wir wollen ja kleine Rehe. Naja, bei mir waren es jetzt am Ende leider Teddybären, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Kam trotzdem super an beim Kleinen. Die bestreichen wir jetzt und ihr seht ja, dass bei mir so kleine Höhlen drin sind. Also die sind wirklich richtig eingegangen nochmal. Was super lecker war nachher beim Essen, weil da hat sich diese Schokolade so schön reingelegt. Dann war das wie so eine innere Füllung, total lecker. So, jetzt nehmen wir die Brezeln und setzen die so als Hörner oben drauf. Ihr könnt die auch auseinanderbrechen, dann sieht das wirklich mehr nach einem Horn aus als nach einem Teddybärohr, wie es jetzt bei mir aussieht. Ich werde euch mal auch die Vorlage natürlich einblenden, was ich mir von Pinterest angeguckt habe, was ich super spannend fand und wollte es eigentlich genauso nachmachen und deswegen werdet ihr gleich sehen, dass meins eher Teddybären sind und keine Rehen. So, dann machen wir hier noch die Kekse drauf und die sind super süß und lecker, also ich mag die Teile unheimlich gerne.
Und macht dann weiter und belegt das Ganze erstmal. So, in der Zwischenzeit, wo die schon mal antrocknen, nehme ich jetzt schon den Apfel und kandiere ihn mit Schokolade. Also erstmal die weiße Schokolade und drehe das, dass es auch wirklich in diesen Stiel da reingeht, so ein bisschen. So, dann lasse ich das ein bisschen abtropfen. Und stelle es dann erstmal auf den Teller rauf. Das lasse ich so ein bisschen antrocknen. In der Zwischenzeit mache ich natürlich den zweiten. So, jetzt seht ihr ja, dass der noch ein bisschen durchsichtig ist. Und ich fand halt das total schön und so weihnachtlich, wenn es so drüber gesprenkelt ist mit der dunkleren Schokolade. Ich sehe diese Variante auch immer auf Weihnachtsmärkten und deswegen fand ich das total schön. Und wie gesagt, es geht einfach super schnell und ist nicht ganz so ungesund wie die Muffins eventuell. Nun nehme ich noch so ein bisschen Deko. Hier habe ich so eine Kügelchen, die wollte ich als Schneeersatz nehmen. Es gibt aber auch ganz viele Dekoartikel, die schon wirklich Schneeflocken als Design haben. Aber ich habe halt das genommen, was ich zu Hause hatte und habe die dann so ein bisschen drüber gestreut. Dazu noch ein paar Herzchen und dann ging das Ganze in den Kühlschrank. So, wir machen weiter mit den Schokocrossis, die super schnell gehen. Und zwar mache ich jetzt hier die dunkle Schokolade in die helle mit rein. Ihr hättet das natürlich auch getrennt machen können, aber ich hatte nicht mehr so viel von der dunklen Schokolade da. Und ich zerkleine jetzt die Cornflakes. Da könnt ihr eigentlich auch jede Art nehmen, die euch besonders schmeckt. Aber das sind die, die bei uns immer übrig bleiben. Und ja, deswegen nehme ich die dann immer gerne für solche Geschichten, für Kekse machen oder Tortenboden, für so eine Dinge halt. Das geht dann super schnell. Dann rührt ihr so lange das Ganze rein, bis es eben eine wirklich harte Konsistenz schon fast wird. Und jetzt gebe ich noch ein paar Mandeln dazu, damit es auch wirklich schön weihnachtlich wird. Und rühre immer so lange um, bis ich halt merke, jetzt hat es so eine bisschen festere Masse und mir läuft die Schokolade nicht mehr weg. Also es soll alles super schön ummantelt sein. So, jetzt, ihr seht es da zum Beispiel, es ist eigentlich noch ein bisschen zu schokoladig. Es hätte noch ein, zwei Löffelchen mehr Mandeln oder Cornflakes reingekonnt. Aber mein Freund liebt es total, wenn es so schokoladig ist. Und da wir einen Balkon haben und es wirklich jetzt schon kalt ist, es war abends, als ich das gemacht habe, waren die auch super schnell trocken und sind mir nicht auseinandergefallen. Jetzt portioniert ihr das so. Ich hätte, also nur so ein Tipp nebenbei, macht am besten nochmal so eine Backfolie drunter, dann kriegt ihr die nachher ein bisschen besser ab. Ich habe das vergessen zu machen und wir mussten das alles so ein bisschen runterkratzen. Was etwas mühselig war, aber hat dem Geschmack nichts abgetan. Aber ist so ein Tipp von mir an euch, macht drunter nochmal so eine Backfolie. So, hier seht ihr jetzt das fertige Werk. Mein Bär aka Reh und meine Schokocrossis, die nicht lange überlebt haben, wie man sieht, sind nur noch zwei übrig geblieben. Und der kandierte, schokoladisierte Herzapfel. Der war super, super lecker. Also wir nehmen am liebsten die Pink Lady Äpfel dafür, weil die so schön saftig sind und trotzdem fest. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachmachen und euch hatten diese kurzen Do-it-yourself-Ideen gefallen für einen schnellen Nachmittag mit euren Freundinnen. Und ihr könnt mir gerne mal eure Bilder bei Instagram posten. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt unten nochmal auf mein letztes Video klicken. Da habe ich eine Essence LE vorgestellt, die ich super schön finde für die Jahreszeit jetzt und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.